Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Andrea bastelt mit Action, Teddy und Co. Und heute will ich mal gießen und da will ich mal so ein bisschen ausprobieren. Und zwar mit der Gießmasse von, oder dem Gießpulver vom Bauhaus. Da kostet so ein 5-Kilo-Sack etwas über 5 Euro. Das ist natürlich ein anderer Betrag als jetzt Keraflot. Und wir gucken mal, was wir da so heute zustande kriegen. So, ich habe mir schon mal so eine Kelle geholt. Da kann ich das hier viel besser einfüllen. Dann habe ich mir hier so eine Schüssel geholt. Und ja, ich nehme gleich mal ein bisschen mehr hier. So. Wenn ihr das erste Mal damit gießt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr da am besten abwiegt, weil die muss ein bisschen dicker angerührt werden als Keraflot. Sonst gibt es zu viel Blasen. So. Ich habe mir jetzt extra so einen kleinen Schneebesen geholt und den muss ich danach dann gleich sauber machen, weil ich festgestellt habe, mein anderer Schneebesen, ich kriege das dann nicht mehr ab. Das ist so hart geworden von dem Keraflot. Und ja, da habe ich mir kurz einen neuen geholt hier für einen Euro. Wir haben hier T-Dogs. So, ein klein bisschen noch. Ich glaube, es war schon zu viel. Mal gucken. Die Schüssel ist aber recht groß. Ja, stelle ich gerade fest. Ihr müsst gucken, dass ihr alle Klümpchen, wenn es geht, so rausgerührt habt. 10 Minuten habt ihr auch Zeit bei diesem Gießpulver. So, nun habe ich ja hier so ein bisschen mir so einen Dekosand geholt. So, da kippe ich jetzt einfach mal was rein. Wir probieren das jetzt aus. Ihr wisst ja, Pi mal Daumen kann ich immer ganz gut. Oh, da kann noch ein Schwung rein. Sieht man ja sonst gar nichts von. So. Genau, und dann gieße ich hier erstmal Kerzenständer. Da habe ich nämlich nicht mehr so viele. Wichtig ist, dass man so ein bisschen klopft auch. So, ups, mal gucken. Da habe ich mein, ich habe hier auch so einen, den man ja eigentlich so für Teig gebraucht. So, dann mal gucken. Es gibt auch so Rüttelplatten, die will ich mir auch noch mal holen, die eigentlich für die Zahntechnik gebraucht wird. Für die Gipsabdrücke. Und so eine will ich mir auch noch mal holen. Aber eine, wo ein bisschen größere Form raufpasst. Mal schon ein paar auserkoren. So, dann nehmen wir noch mal so einen Baum hier. Und mit so einem Teigschaber geht das richtig gut. So. Ich
Na, ein bisschen bleibt wahrscheinlich noch übrig. Oder geht das so alles rein jetzt? Also ihr seht, guck mal die Schüssel an. Zum Teigschaber ist das wirklich richtig gut zu machen. Wir wollen ja auch, wenn man Kuchen backt. Ne? So, dann habe ich hier immer Tücher liegen. Jetzt habe ich die natürlich nicht mitgenommen. Und da wische ich ihn mir gleich ab. So, das mache ich mit dem Rest nämlich auch. So, das werde ich jetzt erstmal. Das braucht so circa 30 Minuten, bis ich das entformen kann. So, da werden wir jetzt ein bisschen rumexperimentieren. Hin. So, den hier hin. So, jetzt schabe ich noch mal weiter aus hier. Also ich habe festgestellt, dass für mich das so richtig gut geht. Ich habe ja auch nicht irgendwie einen Keller, wo ich das machen kann. Ich mache das hier an meinem Basteltisch und für mich ist das so eine saubere Sache. Dann kann ich gleich wieder anrühren. So, gleich nochmal ein Tuch holen. So, weil es ist wichtig, dass ihr das nicht in den Ausguss kippt, weil das kann schon mal gerne euren Abfluss verstopfen. So, jetzt habe ich da auch noch einen Fleck. Ja. Ja, ich muss das immer alles wieder ordentlich haben. So eine kleine Macke von mir. Ach so, dann machen wir das jetzt mal so, dass wir jetzt noch mal ausprobieren mit so Kieselstein. Brauche ich da natürlich auch einen passenden. Ach ne, ich habe ja hier schon Kerzenständer. So. Dann gucken wir mal, ob wir die Blume auch mit machen können. Und bei der nächsten werde ich dann noch mal gucken, da werde ich mal so Mika-Farben unterrühren. So, dann mal gucken. Ne, das ist so die Grün- und Blau-Variante. Und das ist so die Gold-, Gold-, Bronze- und so-Variante. Ich glaube, ich mache das mal in Gold. So. Mika-Pulver staubt ordentlich. So, mal gucken, dass ich das hier abkriege. Und ich guck mal, ob ich da ein Loch reinmache. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt mit dem Gießen, dann holt euch mal die Form. Habe ich jetzt, also ich habe dieses ganze Material ja von Temo. So, wollen wir mal gucken, wie das geht. Ach, kann man schon mehr rein hier. So, und ich verlinke euch das alles und ich verlinke euch auch mal ein Video in der Infobox und zwar, wie ihr bei Temo bestellen könnt, was die ganzen Vorteile sind. Mit dem 100 Euro Gutscheincode, den ihr von mir bekommen könnt,
Dann nochmal den Rabattcode mit 30% für neue Nutzer. Dann einmal die ganzen Links. Und da in diesem Video zeige ich mit meinem Handy auch, wie ihr den Preisnachlass nutzen könnt, wie ihr eine Rücksendung macht, wie ihr überhaupt oder wie überhaupt Temu funktioniert. Also schaut da gerne mal rein, wenn euch das interessiert und ihr bei Temu noch nie bestellt habt. Und wenn ihr bei Temu schon bestellt habt und diese Sachen haben wollt, dann geht einfach auf die Links in der Infobox. So, und wie gesagt, also ich kann euch das nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Das macht so viel Spaß. So, mal nicht zu viel anrühren. Aber ich kann ja sonst auch noch hier Kerzenstelle machen. Also das ist auch immer so, dass wenn ihr anrührt, dass ihr dann am besten auch schaut, dass ihr immer noch mal kleine Formen zur Verfügung habt. Ich habe hier meinen ganzen Schreibtisch jetzt voller Form gemacht. Damit, wenn ihr so einen Rest habt, dass ihr das dann auch benutzen könnt. So, jetzt will ich das noch mal, weil da noch die schwarzen der schwarze Sand damit drin ist. So, also diese Schüssel geht richtig gut. So, jetzt ein Schuss Wasser rein. Wenn ihr merkt, dass das zu dünn wird, dann macht das einfach so, dass ihr noch mal ein bisschen Pulver nachgibt. Das kann man gut machen. Und wenn ihr empfindliche Hände habt, dann empfehle ich euch Handschuhe anzuziehen. Weil das, wie Gips ja auch, wenn man mit Gips arbeitet, das trocknet einfach die Haut aus. Und ich kann aber nicht mit Handschuhen arbeiten, ich tue mich da total schwer mit. Und deswegen mache ich das immer so, dass ich mir ordentlich die Hände danach wasche und anschließend die Hände eincreme mit einer guten Creme. So, dann kann aber noch mal einen Schuss Meerwasser rein. Meerwasser muss ich mal kurz zum Strand. So. Wir wollen übrigens Sonntag höchstwahrscheinlich, wenn nichts dazwischen kommt, ein Live machen. Wird dann wieder um 18 Uhr losgehen, wie immer unsere Lives. Und ja, mal gucken, ob wir vielleicht auch ein Spielchen wieder machen, wie Weihnachten auch. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, ein klein bisschen kann ich noch. Einen kleinen Schuss mache ich da noch rein. Oh, das war zu viel. Ja, das war zu viel. Das merke ich jetzt hier gerade. Dass das zu dünn ist. Wie gesagt, diese Masse braucht einfach ein bisschen. Die muss man ein bisschen dicker machen. So, dann ist ja aber kein Problem, denn kann man einfach ein bisschen wieder reingeben. Wie gesagt, ihr habt ja 10 Minuten Zeit zur Verarbeitung. Das ist schon ganz gut. So. Also mir macht das Gießen so viel Spaß. So ein bisschen wie backen, ne? Muss man das hier auch Teig machen. Muss, dass man das Problem mit den Luftblasen nicht so hat. So, ich muss hier mal meine Küchenrolle holen und weitermachen. Ich will euch nämlich auch noch andere Techniken zeigen, mit den Stempeln. Und mit farbigen Stempeln. Und wie gesagt, probiert einfach aus. So, jetzt mal gucken. Gießen wir das da mal rein. Das sieht irgendwie lecker aus wie so Mokka. So ein bisschen so eine Mokka-Sahne. Konsistenz hier wirklich wie richtig wie so ein richtig schöner, so eine schöne Kuchencreme. So,
Hier muss ich jetzt ein bisschen länger klopfen, weil durch die Steine sind da jetzt ganz viele Luftblasen. Und die muss ich jetzt gucken, dass ich die so hoch kriege. Ich hätte eigentlich eher als erstes, ist eigentlich immer besser, wenn man als erstes die zierlichen Formen macht, weil das ja anfängt auch ein bisschen dicker zu werden dann. So. Mal gucken. So. So, dann wollen wir das dann hinstellen. So, dann wollen wir mal vorsichtig in diese Form gießen. Jetzt mal gucken, wo muss ich da überhaupt reingießen? So. Ja, es ist schon ziemlich dick jetzt das Zeug. Ich nehme mal mein Pixie Tools. Übrigens kommen auch neue Pixie Tools wieder rein. Habe ich doch mein Pixie Tool gelassen? Wird doch wohl nicht im Shop gepackt. Ne, hier oben. Genau. Dann kann ich hier so ein bisschen das verteilen. Hier oben rein ist natürlich ganz schwer, das hier oben rein zu kriegen. So. Das mache ich mal so. Ich mache den Löffel zu. Ja, das geht natürlich, also diese Feinform geht natürlich mit Keraflot wesentlich einfacher. Aber wir probieren mal, ob wir das hier auch hinkriegen. Damit. Das Überschüssige können wir nachher gut abmachen. Schon ein bisschen zu dick. So, noch ein bisschen rein. Ja, das wird, weil wie gesagt, man ja nur die 10 Minuten Zeit hat. Wir wollen mal gucken, ob das geht. So, jetzt haben wir aber da ja noch ein bisschen Creme. Wie gesagt, mit so einem Teilschaber geht das einfach richtig gut. Ja, und die fängt dann eben halt sehr schnell an fest zu werden. Deswegen muss man sich da immer so ein bisschen beeilen.
Oder noch besser, nicht so viel einrühren auf einmal. Lieber öfters anrühren und dann nicht so viel. Gleich ob noch was damit gießen kann oder ob das schon zu fest ist. Wir gucken mal. Da ist nämlich noch eine ganze Menge. Dann nehme ich mal diese hier. Ich die Steine natürlich auch gut reinmachen kann. Aber naja, schauen wir mal. Jetzt habe ich was an die Hand gekriegt. Hilfe. Stell mich da aber auch an. Ne? So. Jetzt mache ich die Schüssel gleich damit noch sauber. Mal gucken, ob ich das noch so. Ach, jetzt ist da oben was hingeflogen. Das macht nichts. Ja, das hier oben kann man nachher abschmirgeln. Wir schauen mal. So, und jetzt mache ich dann mein ganzes Geschirr sauber. Dann werden wir das gleich mal ausformen. Mal gucken, wie es geht mit dem Ausformen. Und ja, dann geht es weiter mit weiteren Versuchen. So, den werde ich mir gleich mit dem Lappen sauber machen. Also ich mache das immer alles gleich, solange das noch nicht ganz hart ist. Wenn man jetzt so einen flexiblen Becher hat, also so einen Silikonbecher, da kann man das stehen lassen drinne und dann kann man das zusammen, einfach nur zusammenwühlen, zusammendrücken, wollte ich gerade sagen. Ja, das ist jetzt alles schon zu hart. Aber dann habe ich die Schüssel gleich wieder im Einsatz. Und ich muss sagen, das geht mit diesem Teigschaber, solange die noch nicht fest ist, ganz fest ist, richtig gut. So, ihr Lieben, ich mache das jetzt weiter und dann bis gleich. So, jetzt habe ich kurz Pause gemacht und dann hoffe ich mal, dass das jetzt schon weit genug ist, dass ich das entformen kann. Und mal gucken. So, bin ich ja gespannt. So, der Baum sieht schon mal so aus, eine interessante Farbe. Dann mache ich das hier gleich so ein bisschen ab hier. Na, hier schleife ich das dann auch noch mal.
So. So, und ist hier natürlich jetzt hier so überall so kleine Kinken drinne. Da muss man noch mal gucken, ob man das werde ich gleich noch mal probieren, dass ich das so ein bisschen ausbessere. Aber erstmal gießen wir weiter, kann das andere inzwischen schon mal trocknen und dann gucken wir mal mit dem Ausbessern, ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. So, das ist schon mal so der Baum. Und den finde ich auch total schön. Den Baum hier ist er. So. Dann können wir mal gucken, das war ja das letzte. So. Da war ja die Gießmasse schon relativ hart. Kann das nachher auch mit Schmirgelpapier, habe ich auch noch da, um das dann nachher richtig in Form zu bringen. Bloß wenn das noch nicht so ganz ausgehärtet ist, geht schon mal so der Anfang mit dem Messer nämlich ganz gut. Ja, und hier sind auch Löcher drinne. Seht ihr? Da gucken wir dann auch noch mal. Sonst von der Farbe her ist es schon sehr schön geworden. Also es sind ja immer diese Luftblasen. So, dann schauen wir mal weiter. Zur Seite machen. Gucken wir mal mit dem Kerzenständer. Also so eine Rüttelplatte ist vielleicht ganz gut noch. Da habe ich ja diesen Sand drinnen und das sieht doch schon mal richtig gut aus. Ist auch so eine kleine Luftblase, aber das kann man dann nachher ganz gut mit dem Schmergeln ausgleichen. Genau, hier sind auch so drin ist auch noch eine Luftblase, aber das macht nicht so wirklich was. Ein paar Luftlöcher finde ich auch nicht so schlimm. So, den finde ich schon richtig toll, den Kerzenständer. So, dann nehmen wir mal dieses hier. Das haben wir als erstes gegossen. Ich bin gespannt. Oh, das ist richtig gut geworden. Das ist richtig gut geworden. Mega cool. Und das Schwarze sieht richtig gut aus. So. Brauche ich auch noch so ein bisschen machen. Ja, das ist richtig toll geworden. Das finde ich schon richtig prima. Also das freut mich. Ist auch soweit. Ich sehe bis auf eine kleine Macke hier vorne. Ist es richtig gut geworden. So, das packen wir auch mal zur Seite. Also das mit dem Granulat da rein geht richtig gut. So, dann mal gucken den Baum. Also in Form lässt sich das richtig gut. Ja, der Baum ist auch cool geworden. Guckt euch mal diesen tollen Baum an. Und da finde ich das auch nicht so schlimm, wenn da so ein paar Kinken drin sind. Aber da werden wir auch nochmal versuchen. Also wie gesagt, ich rühre da. Wir werden gleich erstmal nochmal gießen. Und dann rühre ich nochmal was an. Und guck mal, ob ich das dann so ein bisschen ausgebessert kriege. So.
Aber ich finde den Baum richtig toll. Und das kann nachher natürlich toll. So ja drauf, das kann dann nämlich, der Baum kann nämlich stehen. Ne, das sieht dann auch richtig toll aus mit einer Kerze noch. Vorne. So. Auch der muss noch ein bisschen. Also das Tablett ist bis jetzt am besten geworden. So, das ist natürlich jetzt hier schwierig rauszukriegen, ohne dass mir das kaputt geht. Ich habe das hier jetzt auch nicht. Siehst du, jetzt ist das schon kaputt gegangen. So, aber mach das mal ab hier. Solange das nämlich noch so einigermaßen noch nicht durchgetrocknet ist, kriegt man dieses nämlich sehr gut ab. Und den Rest werde ich dann abschmergeln. So, von innen auch nochmal. So. Hier sind aber auch viele Löcher drinne. So, da sind richtige Kinken drinne. Das muss ich mir nochmal angucken. So. Und das ist jetzt so gebrochen, dass man, wenn das nachher richtig ausgetrocknet ist, kann man das richtig gut kleben. Kann man das richtig gut kleben, so dass man das auch nicht mehr sieht. Genau, das packe ich mir mal hier zur Seite. Da können wir auch gucken. Wir werden mal alles ausprobieren, ob wir das ausgebessert kriegen. So, nun bin ich ja gespannt mit den Steinen hier. So, da ist das jetzt so und das muss ich erst trocknen lassen, denke ich mir mal. Ich kann das bestimmt, oder ich gucke mal, ob ich das auch nass abschmergeln kann, weil ich muss das ein bisschen abschmergeln, damit die Steine so richtig gut zu sehen sind. Das werde ich noch mal. Probiere das mal aus, ob das in dem Zustand auch geht. Da habe ich jetzt mein Schmirgelpapier da. Wir sind ja am, ich bin ja mit euch hier am Ausprobieren und da gucke ich dann auch gleich mal, was so geht. Nass. Das muss ich bestimmt, wenn das trocken ist, schmergeln. Aber das finde ich richtig toll. Man, die Steine, wenn man das so schmergelt, dann werden die Steine noch so ein bisschen mehr sichtbar. Und das finde ich richtig klasse. Und da kommt ja das so rein. Das würde natürlich richtig toll aussehen. Das finde ich schon mal richtig cool. Mit den Steinen her. Das sind ja auch so richtige Steine, die ich da eingegossen habe. Und ja, das geht ja auch nicht. Ich bin ja immer so ungeduldig. Aber das muss dann mit Sicherheit so ein paar Tage trocknen. Mal sehen, vielleicht reicht mir das sogar so schon. Wäre gar nicht alle Steine. Das reicht mir nämlich so schon.
Das finde ich cool. Wenn man ungeduldig ist. Aber richtig cool. Das mit den Steinen sieht richtig cool aus. Mega, auch eine mega Form. Richtig toll geworden. Also das gefällt mir richtig gut. So, das packen wir mal zur Seite. Und nun wollen wir ja noch mal gießen. Ich bereite mal alles vor. So, nun habe ich hier mal so ein paar Stempel mir rausgesucht. Und da gucken wir doch mal. Wir auf alle Fälle wieder die Form. Und ja, wir versuchen das einfach. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und zwar nehmen wir jetzt den und den Schmetterling. Wenn ich das da reinmache, dann müsste das eigentlich auch richtig rum drauf sein, ne? Wir versuchen das mal. Doch, es müsste richtig rum drauf sein. Das war Nummer 1. Dann habe ich hier noch diese Form. Da machen wir jetzt auch überall einen Stempel rein. So, da gucken wir mal, was haben wir denn hier noch Schönes. Hier haben wir so eine Eule, die passt aber nirgendwo rein. Ne? Die ist zu groß. Ups. Hey, was hier denn passiert? Ich auch nicht. Na, wir nehmen mal einen jetzt an der Eule hier. Packen wir mal hier rein. So. Was haben wir denn noch? Oh, hier, das ist doch cool. Ein Schmetterling. Dass der Silikon ist, saugen die sich ja auch richtig schön fest. So. Und die mache ich gleich nochmal anders. Nochmal so ein Stempelkissen. Ich habe hier jetzt einfach diese kleinen Stempelkissen genommen. Ich habe festgestellt, dass das eigentlich ganz gut funktioniert damit. So, und jetzt bin ich noch am Überlegen. Das ist natürlich jetzt ein Risiko. Ich gehe das Risiko ein. Und zwar werde ich jetzt hier mit Dekosand das machen. Mit den silbernen. So, erstmal nehmen wir eine Fuhre. Mal gucken, ich mache mal lieber nicht so viel. Dann mache ich das lieber noch mal, dass ich das noch nachmache. So. Und dann versuchen wir das doch mal mit einem schönen Grün. So. Ach so. Den hatte ich mir jetzt nicht sauber gemacht.
gesagt, das Mika-Pulver hat man sonst wirklich in jeder Ritze. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig mit. Komisches Grün. Na gut, wir schauen mal. Mit Acrylfarbe habe ich das auch schon gemacht. Einfach Acrylfarbe rein. Das geht auch. Hier mitkriegt. Ganz kleinen Schuss. So. So, jetzt haben wir da noch mal Silber rein. Ich wollte ja eigentlich Blau und Silber nehmen, ne? Naja, jetzt haben wir Silberkohl. So, ich mache das mal schnell zur Seite hier. Und jetzt gehe ich nämlich mit meinem Stempelkissen darüber. Wir schauen mal, was dabei rauskommt. So. Dann gießen wir mal als erstes das hier. Ups. War noch schon ein bisschen viel hier. Also ich habe auch das Gefühl, dass das Bauhaus, dieses Bauhaus Pulver viel, viel schneller hart wird. So. Aber mit dem hier, Teigschabe geht das so cool. Boah, das ist ein Gesicht. Gesicht abgeformt hier. So. Ja, deswegen, wie gesagt, also lieber nicht so viel an. Anrühren. Das war schon wirklich wieder viel zu viel, was ich hier angerührt habe.
Also lieber ein bisschen weniger, wenn es auch nicht reicht für die Form. Ihr könnt da noch nachgießen, das geht auch. Also es beginnt immer wirklich schnell hart zu werden. Das wird jetzt mal so ein dünneres Herz hier. So. Ups. Wow. Ja, das fängt schon an, hart zu werden. So, dann bereite ich mal vor, dass wir das zum Ausbessern machen. So, jetzt will ich mal ein bisschen ausbessern. Also diesen und diesen. Und das sieht so cool aus. Das sieht wirklich so cool aus. Da will ich aber auch mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ja, jetzt ist natürlich so, dass ich hier jetzt Goldfund drin hatte, ne? Hatte ich dieses Gold drin? Ich hätte nicht so rot. Oder hatte ich das hier drin? Ne, ich hatte dann das hier drin. Das muss man sich dann natürlich ein bisschen merken. Ne? Ach, es ist Wahnsinn, wie schnell das geht. Ihr könnt das auch erkennen, wenn das nicht mehr warm ist. Ne? Das wird warm. Dann seid ihr da auch richtig so. Mache ich da mal ein bisschen. Jetzt nehme ich hier so ein, oh ja, das Mika-Pulver, das ist, boah. Da muss man aufpassen, dass man das nicht überall hat. Ich hoffe, dass ich so ungefähr den Ton jetzt wieder treffe. So. Da mache ich jetzt mal so ein ganz bisschen rein, weil ich ja nur so ein bisschen zum Ausbessern haben will. So. Das lasse ich jetzt auch ein bisschen dicker. Wahrscheinlich ist das viel zu golden. Einen ganz kleinen Schuss noch. Denken wir mal, das ist viel zu golden. Naja, egal. Ich probiere das jetzt damit aus und dann schauen wir mal. Ich gedacht, man könnte das ja gucken, so ein bisschen wie Brote schmieren. Hier wird das schon fest. Schleift man ja nachher noch ein bisschen ab. Ah.
glaube ich, noch ein ganz klein bisschen, ganz kleinen Schuss noch Wasser rein. Uah, das war doch zu viel jetzt. Mal gucken. Das war zu viel. Damit kriege ich das nicht geschmiert. So. Ah, jetzt hat das wieder die richtige Konsistenz. So. So, da ist noch ein bisschen wie Löcher machen. So, jetzt beiseite. So, dann mal gucken. Hier brauchen wir ein bisschen mehr. Und hier ist die ganze Spitze weg hier. Ein bisschen. Das wird sofort hart. Ich glaube, das liegt an dem Mikropulver. Kannst du erstmal ins Regal stellen? Muss erstmal abkühlen. Dankeschön, mein Schatz. So. Ich weiß nicht, wieso das sofort hart wird. So. Schleife ich dann nachher an. Das habe ich schon mal gemacht, mal richtig was abgebrochen ist und das ging eigentlich ganz gut. Weiß ich, da sind noch Stücke drin, deswegen wahrscheinlich. So. Sieht das natürlich jetzt ein bisschen merkwürdig aus, weil halt, wenn das trocken ist und man das anschleift, dann geht das richtig gut. Muss natürlich richtig gut aushärten. Ne? So. Hier auch. Da auch. So, und hier versuche ich jetzt mal was. Und da gucken wir mal, ob das funktioniert. Und zwar lege ich. Ach nee, das kann ich so nicht. Lege ich das mal so hin. Und versucht das jetzt hier so als Kleber zu verwenden. Ja, genau. Und somit haben wir es nochmal kaputt gemacht.
Das kann ich. So, mal gucken. Also hier ist es noch richtig schön. Flüssig. Wir schauen mal. So, das haben wir. Da sieht es ein bisschen merkwürdig aus. Es wird sofort fest. So, dann haben wir das Teil hier noch. Mal sehen, wie hell. Ne, es hält einfach nicht. Es war jetzt ein Versuch. Okay, es hält nicht. Ja, dann habe ich da auch mal ein bisschen Schmund bei. Dann ist es so. So. Auch noch vorne so ein Loch. Also wieso das sofort fest wird, wenn man das hier rauf macht, das weiß ich jetzt nicht. So. Okay, das kann jetzt alles trocknen. So, jetzt machen wir das gleiche nochmal mit dem Baum, den anderen Teil. Ach, hier unten ist ja auch noch so dick. Wie gesagt, das wird nachher angeschliffen. Denn so, das lassen wir alles so liegen. So. Und jetzt hole ich noch mal einen anderen Behälter und dann werden wir das noch mal gucken, ob wir das mit dem Baum dann hinkriegen. So, nächster Versuch. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Ich hoffe, dass das die richtige Mischung ist. So, dann mal gucken. Ob das diesmal besser wird ohne Mega-Pulver. Also eben war es ja wirklich ratzifatzi trocken. Das hat nicht so wirklich funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe das nämlich auch schon gemacht jetzt mit Keraflot und da war das richtig gut. So.
auch nicht genug gerührt. Aber wir gucken mal, ob das jetzt besser geht. Ich hole gleich mal den Anker, den ich mit Keraflot wieder gemacht habe. So, dann wollen wir mal gucken. Hier wollen wir jetzt mal so ein bisschen also sobald das mit dem, vielleicht ist das auch, weil es noch nicht ganz getrocknet ist. Das kann das auch sein. Ich habe das andere war nämlich ganz durchgetrocknet, als ich das da gemacht habe. Dass das sofort anfängt zu reagieren, wenn man das hier mitmacht. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Weil hier so ist ja flüssig genug. So, ist da noch irgendwo ein großes Loch? Ist der Baum ganz gut geworden. So. Muss ich mal gucken, dass er es nämlich. So. Ja. Vielleicht muss man das lieber rauftropfeln lassen. Ah, das geht scheinbar besser. Es wird sofort hart, weil es wahrscheinlich sofort reagiert. Ja, dann gucken wir doch mal an, wie das so ist, wenn wir da einfach so Tropfen drauf machen. Die Löcher sind. Wahrscheinlich geht das besser so. Das lassen wir jetzt richtig schön vor sich hin düdeln. Ja, auch noch mal so ein bisschen. Ja, das liegt daran, dass das sofort reagiert. So, und jetzt haben wir hier noch mal so ein bisschen. Kann man hier eigentlich gleich noch mal was anrühren. Noch mal was an. So, mal so ein klein bisschen hier. Noch ein klein bisschen rein. Zu dünn. Also es ist so ein bisschen Schweinereien, ne? Schweinerieren. Wie ich ja mal sag. Schweinerieren ist ja nicht meins. Aber witzigerweise, das Gießen macht mir einfach mega Spaß. Ich finde diese Ergebnisse einfach ganz toll. So. Wir das noch mal weiter hier. Und das lasse ich jetzt über Nacht da drinne. Das nehme ich nicht nach einer halben Stunde raus, sondern das habe ich bei den letzten auch so gemacht.
wo ich dann mit diesem gegossen habe. Geht natürlich mit so einem kleinen Becher richtig gut. So, jetzt habe ich nur noch so ein bisschen übrig. Ich habe noch diese ganz kleinen Form irgendwo. So, und die kann man einfach so stehen lassen. Wenn das richtig durchgetrocknet ist, einfach zusammenquetschen. Das ist das Geniale bei diesen Silikonbechern. So. Ich mache schon wenig, aber schauen wir mal. Kommt da noch was raus? So. Also das nächste Mal lasse ich das so richtig ordentlich abkühlen, also hart werden, und dann gehe ich da erst mit so einer Masse rauf. So, bei diesem Anker habe ich das nämlich ausprobiert. Da war ich ja voller Löcher. Da hatte alles Löcher hier. Und das war hier bis dann abgebrochen. Und ja, da habe ich das dann so gemacht, wie es ganz trocken war. Da nochmal rüber mit Gießmasse und wunderbar. Hier unten seht ihr das noch. Da habe ich nichts ausgebessert und abgeschliffen und wunderbar. Und den werde ich mir jetzt einfärben. Also mit Acrylfarben und dann mal gucken. So, jetzt wollen wir mal gucken, was unsere nächsten Experimente machen hier. Ja, ich glaube, das können wir auch schon entfernen. Wie gesagt, das werde ich dann alles abschleifen. Hier habe ich das schon mal probiert mit dem Abschleifen. Hier ist das auch schon wunderbar geworden. Hier habe ich, da habe ich noch nicht so richtig, aber hier sind die Löcher zu. Ich habe natürlich jetzt nicht die richtige Farbe genommen. Aber es sind ja jetzt alles so Experimente, die ich mit euch ausprobiere. So, mal gucken, ob ich das schon entformen kann. Nicht ganz 30 Minuten, aber ich versuche mal. So. Das ist auch echt hübsch in diesem Grün. So. So, das ist ja schon mal richtig gut. Achso, da wollte ich ja auch schon mal hier ein bisschen den Grat. Von hinten ist das Band ja noch schöner als von vorne. Von hinten ist das so schön marmoriert. Aber das gefällt mir sehr gut hier. Also wie gesagt, es ist schon ein bisschen Schweinerien, wenn man das macht. So, dann mal gucken. So, du musst mal hier irgendwie zur Seite. Oh nein, jetzt ist das hier auch schon gebrochen. Ah, das kann ich. Das ist ja auch nicht hochheben. Mal gucken, ob ich das ein bisschen.
sich das da wieder ranfügt. Wir werden sehen. So, dann das nächste Teil. So, und hier haben wir ja einen Stempel drin. Okay. So. Also wofür doch so ein Pixie-Tool nicht alles gut ist. Wie gesagt, in unserem Shop kriegt ihr dann noch welche von. Bin gespannt, wie das aussieht. Das geht mit dem Pixie-Tool also wirklich richtig gut. Falls ihr Interesse habt, mal in unseren Shop reinzugucken, der ist ganz neu. Der leuchtet erst seit ein paar Tagen, aber er ist schon gut angekommen. Dann schaut mal in die Infobox, da ist der Link zu unserem Shop. So. Wow. Das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch schon mal gut aus. Mal gucken. Noch so eine Luftblase drin. Aber ich gehe nicht raus da. Das sieht doch richtig cool aus. Und man muss das dann nachher auch sehen, wenn das dann nachher getrocknet ist. Ne? Wichtig ist, dass ihr Stempelfarbe nehmt, die nicht wasserlöslich ist. Weil sonst, wenn das anfängt zu trocknen, dann zieht das so ein, die Farbe, dass ihr nachher dann nichts mehr sehen könnt. Guck mal, sieht das nicht mega aus? Ich finde das cool. Also das ist richtig toll geworden. So, dann kommen wir hier hinten auch noch mal so ein bisschen. Wie gesagt, also ich mache das immer am Anfang so, das könnt ihr so halten, wie ihr das wollt, wie ihr das für euch am besten findet. Und ich mache das so am Anfang so und nachher gehe ich dann noch mal ein ganz bisschen mit dem Schleifpapier rüber, aber erst wenn es ganz trocken ist. So, hier. So. Ja, den finde ich richtig cool, den Anhänger. So. Ja, man muss dann auch mal die Form auch mal auswaschen. So, bin ich gespannt, wie das bei diesem ist hier. So, da kommt wieder unser Pixie-Tool zum Einsatz. Dass man den Stempel dann nämlich auch gut rauskriegt. Es geht ja richtig gut damit.
Ich habe ein neues Einsatzgebiet, Schatz, für den Pixie-Tool. Okay. Eigentlich heißen die ja Pookie-Tool, aber ich hatte immer so nette Kommentare und ich habe immer Pixie-Tool gesagt, deswegen heißen die sogar in unserem Shop Pixie-Tools. Dann wisst ihr, was ich meine. Na? Noch. Na. So. Und die Stempel könnt ihr einfach abwaschen. Also ich habe noch nicht festgestellt, dass das den Stempel schadet, aber ich nehme jetzt auch da im Moment günstige Stempel für, also nicht meine ganz teuren. Man hat ja, also ich habe hier auch eine ganze Menge günstige liegen. So. Das ist doch cool. Schaut mal, sieht doch auch mega aus. Ne? Richtig cool. Ne, hier habe ich jetzt mit der Stempelfarbe natürlich, hattet ihr ja gesehen, dass ich die Stempelfarbe so ein bisschen geaßt habe. Ne, da hätte ich ein bisschen ordentlicher arbeiten können. Da habe ich sie ordentlich gut weggewischt. Da habe ich sie nicht gut genug weggewischt. Aber dann mal gucken, was man dann nachher so mitmacht. Man kann es auch einfärben mit Gilding-Wachs oder mal gucken, ob das auch mit Alkoholmarkern geht. Oh, ich bin ja ganz mutig hier, ne? So. Ja. Geht auch mit Alkoholmarkern. So. Also kann man die auch damit schön einfärben. Also vielleicht gar nicht immer unbedingt jetzt mit Stempelfarbe vorher machen, sondern einfach ohne Stempelfarbe gießen. So, dann mal gucken, wie das geworden ist. Auch hier habe ich mit der Stempelfarbe geaßt. Wie man sieht, sonst ist das Ding echt gut geworden. Gesagt, das schleife ich dann nachher noch mal nach. Sonst finde ich das richtig toll geworden. So, dann mal gucken. Wir den schon gut abkriegen hier. Ja. So. Ja, auch, also das sieht auch echt mega cool aus. Mega, mega. Das mit den Stempeln funktioniert richtig gut. Einfach ein bisschen ausprobieren. Also wir werden gleich noch mal gießen, wo ich denn die Stempel nicht einfärben werde. Ja, es war richtig so. So.
Es sind ja nur so Versuche. So, seht ihr das mal? Ich finde das richtig cool. Und wenn das nachher trocken ist, das sieht nachher einfach ganz anders aus, wenn es richtig trocken ist. So, jetzt bereite ich mal wieder alles vor. Und dann machen wir das nochmal mit Stempeln, ohne die einzufärben. Bis gleich. Also wie gesagt, da könnt ihr richtig sparen. Ne? Also das habe ich am Anfang auch gemacht, als ich dann diesen Gutscheincode hatte. Da habe ich mir einmal von oben bis unten habe ich mir Alina Craft bestellt und hat da megamäßig bei gespart. Es ist einmal erstmal ein bisschen mehr Geld, aber wenn ihr das dann durchrechnet, das ist Wahnsinn, für was für ein Geld man das denn bekommt. Genau, so, das wollte ich noch sagen. Und jetzt will ich hier weitermachen. Jetzt gucken wir nochmal mit Stempel, welche ich denn noch reinmache jetzt hier. Ach so, haben wir ja auch noch. Was hatte ich jetzt gesagt? Die eine Eule, die ist zu groß. Die zwei Eulen sind auch zu groß. Ja, dann gucken wir noch mal bei den anderen Stempeln. Ach, hier haben wir ja noch diese Fee hier. So. Darauf und so ein Pilz, das ist auch ganz schön. Den machen wir mal hier rein. Jetzt haben wir das reingeflogen. So, genau. So, den Baum. Der soll aber dazu, jetzt muss ich aber überlegen, ob ich da jetzt auch noch so ein paar kleine Steine reinmache. Weil ich den dann gerne, ich möchte gerne so ein Set hier machen. Ne? So, dann mache ich mal gucken, dass ich mir da auch noch so ein paar kleine Steine reinmache. So. Das geht vielleicht sogar schneller hier. Mehr so ran. So. So. Ja. Ich wollte noch ein paar kleine hier so außen haben. Wir sind mal mutig. Wir kippen das dann mal rein und holen uns mal die großen, die ganz großen wieder raus. Wir schauen mal, was da rauskommt. Ich sag ja, mit der Bauhausmasse kann man das auch machen. Da kann man echt mit experimentieren. Das benutze ich eigentlich auch jetzt viel, um zu gucken, was ist so möglich, um dann nachher letztendlich das dann auch mal mit der anderen auszuprobieren. So, ja, da kann ich ruhig so eine kleine reinnehmen. Na, das gibt ja auf alle Fälle dann Blasen. Also kleine. So, wir probieren das aus. Ne, das kann man dann gut mal machen, dass man das mal so ausprobiert. So, dann will ich zu dem Ständer, will ich dann auch so ein Herz haben. Also mache ich auch hier so ein bisschen. So.
Also wie gesagt, das ist alles Premiere hier, meine Experimente. Ich nehme euch praktisch bei meinen Experimenten mit. So, dann habe ich hier ja diese Herzen auch. Die kommen mal hier rauf. So. Und jetzt werde ich die Masse nämlich nicht einfärben. So, da haben wir jetzt mal Herzen reingehauen. Ich bin gespannt, ob das überhaupt nachher irgendwie zu sehen ist hier. So, und jetzt wollte ich noch mal gucken, habe ich hier noch irgendwas an Schrift? Ja, aber das ist passt. So, mal Make a Wish. Da einmal. Oder hier unten hin. Und gucken, ob die Pusteblume da noch hinpasst. So, richtig fest hier. So, und los kann's gehen. Hier mal die Sachen zur Seite. Und dann werden wir erstmal die erste Fuhre anmischen hier. Mal gucken, ich hoffe, dass das Wasser noch reicht. Beim Anmischen ist es eigentlich immer ganz gut, wenn ihr vielleicht eine Maske aufsetzt, weil das doch ordentlich staubt. Zu dünn. Da muss noch ein bisschen rein. Oh, kann sogar noch ein bisschen rein. Gucken, dass ihr, wenn es geht, die ganzen Klümpchen raus habt. So. Okay. Oh, jetzt kommen sie doch an die Seite. Naja, ich hätte erst die Seite vollgießen sollen. Oh, was mache ich hier? Oh, ich bin aber auch ein Ferkel. Nein. Jetzt wollte ich das schnell machen. Das ist natürlich nicht so gut. Schnell ist nicht gut.
mal. Ja, bei den Steinen muss das ordentlich gemacht werden, weil dann kommen die ganzen Luftblasen nämlich ganz nach oben. Aber ich muss jetzt leider, habe ich jetzt leider doch zu lange gewartet. Mal gucken. Wird schon dick hart die Masse. Wo habe ich denn mein? Mal holen. Ja, macht das nicht so wie ich. Rührt euch weniger an. Reinkriegt er an dem anderen. Oh oh. Ich sag oh oh. So. Ja, guck mal, das wird nämlich schon fest. Das geht so schnell, wenn das denn erstmal. So. Ja, da war ich so ein bisschen wieder zu ungeduldig. Lieber ein bisschen schneller, ein bisschen weniger gießen. Da seid ihr auf der sicheren Seite. So, hier kann ich nicht mal mehr die Blasen rausmachen. So. Das wird auch nichts mehr. Das fängt auch schon an, hart zu werden. Ja, das muss ich jetzt so lassen und hoffen, dass das was wird hier. Aber wie gesagt, es ist jetzt für mich ja auch Experiment hier. Ich schmier hier mein Butterbrot. Ich bin gespannt, wie das von vorne aussieht nachher. So, gucken wir nachher mal. Ja, wenn das eine bestimmte Dicke hat, dann trocknet das so schnell.
Ja, das ist ja alles schon ordentlich angetrocknet. So, jetzt werden wir noch mal was ausprobieren. Ich habe ja dieses Mika-Pulver hier. Dann nehme ich mal das Blaue. Pack mal hier so ein bisschen rein. Und hier auch mal so ein bisschen rein. Dann habe ich mir hier so einen Pinsel genommen. Mit dem Pinsel verteile ich das jetzt hier. Ja, das ist wirklich Experimentieren mit Andrea. Wenn ich das ein paar Jahre mache, dann habe ich da auch, dann weiß ich auch, wie alles geht. Aber mir macht das auch Spaß zu experimentieren, ne? Also ich finde das auch gut. Ich will gar nicht jetzt wissen, wie das alles genau perfekt geht, weil mir macht das Spaß, das selber rauszufinden. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ihr das auch kennt, ne? Und wenn ihr vielleicht jetzt das hier so seht, was ich jetzt hier so mache, dass ihr sagt, ja Mensch, da habe ich auch mal Lust zu experimentieren. So, dann mal gucken, ob ich nachher überhaupt das hier wieder rauskriege. Ich werde mal so ein bisschen das Überschüssige, würde ich mal, das kann ich hier mit reinpacken. Das kann ich mir zum Färben benutzen. So. Und hier auch so ein bisschen, weil das so viel ist hier. So, das ist jetzt die Tulpe, die dritte. Und die werde ich euch dann nicht zeigen, wie sie aussieht, wenn sie entformt wird, weil die lasse ich jetzt wirklich bis morgen liegen. So, könnt ihr dann im nächsten Video sehen. Jetzt brauche ich wieder so ein bisschen mehr, können wir schon noch anrühren, damit das da auch alles gut gefüllt wird. In der Zwischenzeit trocknet schon mal das andere alles wieder. So. Ja, bin ja gespannt. Sagt mal, wer das so zu Ende geguckt hat, kann mir auch vorstellen, dass einige von euch das jetzt auch ordentlich vorspulen, weil das zu lang ist, das Video. Macht das so, wie das für euch gut ist. Ja, ich habe aber auch schon gehört von ganz vielen, dass sie gerne diese Videos zu Ende gucken, durchgucken, ne, dass sie das so wie Fernsehprogramm nehmen. So. Jetzt hoffe ich, dass das jetzt nicht so schnell hart wird. So. Okay. Der Steg, der ist so dünn. Das ist so schwierig zu gießen mit
wenn das ein bisschen dicker ist. Das. Ja, die Tulpe mal voll ausgießen. Ach, sind aber viele Luftblasen drin. Ja, ups. Das war nebenbei. Ja, mal gucken, ob das denn diesmal funktioniert. So. Ich denke mal, dass das nachher richtig schön marmoriert ist. Ach, hier unten. Das ist gar nicht richtig. Das ist noch Pulver. So. Wohin damit? So. Schauen wir mal. So. Oh, das ist so voller Luftblasen. Das kann doch gar nichts werden. Wieso sind da so viele Luftblasen drin? Wir schauen mal. So, gut. Das lassen wir jetzt stehen. Dann werden wir jetzt nochmal die drei gießen. Dafür brauche ich nochmal normales. Also kein gefärbtes. Dafür nehme ich denn diesen hier wieder. So. So. Ja, ich habe jetzt so viel gekleckert, jetzt brauche ich auch nicht mehr aufpassen, dass ich nicht mehr klecke. Jetzt ist das falsch. Ja. Am Anfang habe ich noch immer so ein bisschen weggewischt. Aber ich habe ja hier die Papierunterlage und dann die Silikonunterlage. Alles gut. Das ist jetzt wieder ein bisschen dünn. So. Hände sind auch alles voll hier. Voll geschmiert bis zum Anschlag. Egal. Das ist bei sowas bei. Das ist jetzt auch das Letzte, was ich jetzt gieße mit euch. Danach räume ich auf und dann zeige ich euch nochmal, was ich hier alles veranstaltet habe. So. Mal gucken. So, erstmal das hier. Das Problem ist auch, wenn das zu dünn ist, also wenn es zu dünn angerührt ist, dass es dann viel mehr Blasen gibt, als wenn ihr das ein bisschen dicker anrührt. Am besten eigentlich, wenn ihr das so anrührt, wie das da drauf steht. Blasen sich noch verziehen. Ja.
Aber hier sind ja richtig viele Blasen drauf. Ob das vielleicht an dem Mikapulver dann liegt. Oh, hier habe ich wieder nicht richtig gerührt. Ja, so, dann mache ich gleich erstmal schön sauber machen hier. Wenn das andere gleich nochmal in Form. So. Ja, das ist viel zu dünn. Viel zu dünn. So, was gießen wir denn noch mit? Das ist ja nochmal so eine Blume mit. So. Also ich schätze mal, dass das viel zu dünn ist. Gucken, ob das überhaupt hart wird. Also es ist eigentlich nichts für ungeduldige Menschen, so wie meine Wenigkeit. Aber ich mache das trotzdem Spaß. Mir macht das trotzdem Spaß. Also das ist jetzt auch, wie gesagt, das von dem Bauhaus. Da experimentiere ich auch gerne ganz rum. Und wenn das so richtig klappt mit meinen Experimenten, dann mache ich das auch so, dass ich dann gucke, wie ich das mit den anderen Sachen mache. So. So, mal gucken. Mal nach oben schieben. So. Ja, das ist zu dünn. Das denke ich ist auch zu dünn. Wir schauen mal. Schauen wir mal, was passiert. So, jetzt wollen wir noch mal in Form hier. Das sieht richtig gut aus. Aber hier oben ist auch wieder so ein kleines Loch entstanden. Mal gucken, ob ich es damit vielleicht sogar besser rauskriege. So. Oh, das sieht so cool aus. Das sieht so cool aus. Ja, ich muss doch mein Exitur, habe ich den wieder hingetan da. Was ist da denn? Das ist ein Absatz. So. Oh. Seht mal, das ist dann die Elfe. Sieht doch cool aus, ne? So, das ist die Elfe. Ach so, hier habe ich ja. Ach so, ich habe hier überall Mika-Pulver dran. Das ist aber nicht gut. Das ist eben halt mit diesem Mika-Pulver, das ist so. Das färbt so dolle. So. Dann noch irgendwie Mika-Pulver, ich glaube mal nicht. So, das sieht ja auch heiß aus. Das ist das mit diesen. Wo ich die Herzen mit eingegossen habe. Das finde ich auch irgendwie ganz niedlich. So. Hier hatten wir das Schwarze oder was hatten wir hier eingegossen? Ach so, hier hatte ich das Pulver vorne reingetan. Ich würde mal sagen, das ist nix. Das sieht weder schön aus, noch, also das ist wirklich nix geworden.
Also das Pulver am besten mit einrühren. Und man muss ja immer mal alles ausprobieren, ne? Alles mal aus. So, hier haben wir wieder einen Stempel drin. Ach so, da hatten wir auch noch. Stempel. So, da ist dann der Stempel drinne. Da probieren wir gleich noch mal was aus. Ich will mal, ach so, ich werde mal gucken, wie die sich verhalten hier, die Action-Stempel. So, da haben wir. So ein bisschen orange. Wie gesagt, das ist jetzt alles für mich hier Probestücke. Und wenn das alles gut funktioniert, dann mache ich das auch mit. Mache ich das auch mit. Mal sehen, kann man das ja auch gleich nochmal ganz einfärben hier. Dann versuche ich das auch mit Keraflot. So, so sieht das denn aus. Wann, wenn das? Das mit Stempelfarbe gearbeitet ist. Mal natürlich noch gucken, wie das ist, wenn das trocken ist. Ich lasse sie jetzt alle liegen und mal gucken, wie die aussehen, wenn sie trocken sind. Also ein paar gute Ergebnisse haben wir ja schon. So, wenn man das hier so ein bisschen abmacht, nee, das geht alles ab. Nee, das ist unter dem Thema war nichts. So, weiß ich gar nicht, was wir hier noch drin hatten. Ach, auch noch ein Stempel. Also das mit den Stempeln finde ich total mega. Oh, das ist schön geworden. Das ist schön geworden. Da ist so ein schöner Pilz drin. Das sieht gut aus, ne? Also wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, experimentiert einfach auch damit. So, das sind die ganzen neuen. Die müssen alle noch trocknen. So. Dann wollen wir das mal. Oh, ich sehe schon große Löcher da. So. Ja. Fazit daraus, macht nicht schnell, schnell. Mega. So. Da oben, da werde ich das jetzt so lassen. Da mache ich jetzt nichts, weil die ist richtig toll geworden. Wenn die richtig trocken ist, dann schmergel ich hier rüber.
Und dann kommen die Steine so richtig zum Vorschein. Die finde ich ist richtig toll geworden. Fällt mir richtig gut. Wie gesagt, also da muss ich dann nachher schmergeln, aber das kann man erst, wenn es so ganz trocken ist. Die gefällt mir gut. So, dann haben wir noch den Baum. Und der Baum sieht auch gut aus. Das passt so richtig schön zusammen. So richtig was Naturmäßiges. Kommt dann nachher auch noch so ein Band rum und es wird dann nachher noch gestaltet richtig. Aber auch den Baum finde ich absolut mega cool. Und da kann dann nachher hier draufstehen. Dann kommt da noch der Kerzenständer zu. Den kann ich aber noch nicht, leider noch nicht entformen. Und mega cool. Ich finde das richtig toll. Also das gefällt mir richtig gut. So, genau. So, dann werde ich jetzt aufräumen und dann in der letzten Sequenz zeige ich euch nochmal die Ergebnisse. So, jetzt zeige ich euch nochmal, was ich gemacht habe. Das mit dem Mika-Pulver habe ich weggeschmissen, weil das lag oben auf. Das war ein richtiger Schweinkram. Ich habe also die Form auch jetzt erstmal richtig ausgewaschen, weil sonst hätte ich nachher überall das Mika-Pulver gehabt. Aber wir fangen mal an mit den Sachen, die ich jetzt gemacht habe. So, das ist jetzt einmal ein Teil mit dem Stempel. Und hier ist dann auch dieses Teil mit dem Stempel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den Ergebnissen, die ich erzielt habe hier. Wenn das jetzt nachher richtig durchgetrocknet ist, sieht das noch besser aus. Hier ist ja die Eule. Und hier ist nochmal das Herz. So, das waren diese grünen Sachen, die ich gemacht habe. Dann habe ich ja, dann waren ja meine Versuche einmal hier mit diesen Herzen reingießen. Da würde ich mal sagen, na ja, glaube ich, würde ich nicht noch mal machen. Hier habe ich mal so Stempelfarbe rüber gemacht. Ist auch nicht so wirklich meins. Aber man muss es ja alles mal so ein bisschen ausprobieren. Dann, ach ja, hier hatte ich das ja probiert mit den mit den Alkoholmarkern. Das finde ich auch super schön mit der Elfe hier. Da muss ich noch mal gucken, wie ich das noch weiter gestalte. Und dann hier der Pilz. Und da kann man ja auch noch mal versuchen, wenn ich jetzt da so mit so einem roten Alkoholmarker reingehe. Und Pilz hier anmalen. Kann das ja auch alles ein bisschen ordentlich machen. Ich habe das vorhin ja alles so schnell, schnell gemacht. Das finde ich eigentlich schon echt schön. So, und dann kann hier unter kann noch so ein beiger Ton oder so ein Pfirsichton. Da sind ja auch noch so zwei kleine Pilze. Können wir auch noch rot. Also das geht mit den
Marken, wie ihr seht, richtig, richtig gut. So. Und machen wir hier nochmal so ein Braun runter. Das macht auch richtig Spaß, sag ich euch. So. Und dann gucken wir nochmal nach dem Grün hier. So. Ah, hier ist noch so ein bisschen die Blätter hier. Ein bisschen Grün. Genau, das finde ich mega cool. Das macht auch richtig Spaß, das so zu kolorieren. Also das ist auch so eine Möglichkeit. Dann habe ich ja hier diesen Kreis, da habe ich ja so ein bisschen ausgebessert. Das hat auch gut funktioniert. Hier habe ich ein bisschen geschlunzt. Aber da, das finde ich sonst auch ganz gut. Und dann habe ich ja diese letzten, oder wenn wir, wir machen den Baum erstmal nochmal. Hier diesen Baum, da habe ich ja auch ausgebessert, die ganzen großen Löcher und auch hier unten. Und da, den kann man jetzt ganz toll auch mit Acrylfarbe, mit einem Pinsel anmalen. Und dann ist das auch ein richtig tolles Teil. Genau, das ist auch nochmal die Möglichkeit. Hier habe ich ja mal, hatte ich ja auch mal mit Goldingwachs das gemacht, dieses Innere. Das könnte man hier natürlich auch machen, so ein bisschen mit Goldingwachs das machen, also Vergolderwachs. Und dann habe ich hier, das war das, wo das so ein bisschen dünn war, aber es ist trotzdem, hat trotzdem funktioniert. Und so, den, wo ich die schwarzen, das schwarze Granulat reingetan habe, den, das Herz habe ich weggetan. Dann hatte ich ja hier noch so einen Kerzenständer. Da gucke ich mir das mal an, wenn der richtig durchgetrocknet ist. So, und jetzt kommen wir zu den richtig coolen Teilen. So, das packen wir mal so ein bisschen zur Seite hier. Die müssen, ich habe jetzt auch so ein Gitter, wo ich die drauf trocknen lasse. So. Dann habe ich ja einmal dieses mega coole Tablett. Und wenn das richtig trocken ist, ich zeige euch das mal. Wenn das richtig trocken ist, dann schmägel ich das hier oben ab. Und dann sind die Steine noch so richtig schön zu sehen. Das sieht aber jetzt schon richtig toll aus. Dazu passend dann der Baum. Auch den finde ich richtig toll. Den kann man dann so dahin stellen. Eigentlich sollte er stehen. Ja, steht nämlich auch. Den kann man dann da so hinstellen. Und dann habe ich auch den, der war auch mit der dünneren Masse, aber es hat trotzdem funktioniert. Und ihr seht die Steine noch nicht, weil das schmergel ich nachher ab, wenn es richtig trocken ist. Und dann kommen die Steine hier auch zum Vorschein. Und das ist dann praktisch schon Set. Das kann man sich dann, da mache ich dann noch so Band rum. Hier unten werde ich das, glaube ich, noch mal, auch noch mal ein bisschen schmergeln. Mal gucken. Ja, steht mir aber nicht gut genug. Das noch mal ein bisschen schmirgeln und dann kommt hier eine Kerze rein und dann der Baum dazu und dann schöne Bänder rum und dann ist das eine echt tolle Deko. Also das gefällt mir richtig gut.
Genauso gut gefällt mir dieses Teil. Da habe ich ja das Granulat vorher eingerührt und das würde ich euch auch empfehlen, das einzurühren. Das hat sich jetzt hier gezeigt, das einfach nur so rauszugießen, ist nicht so eine gute Idee. So, und dazu passend dann der Baum und der sieht jetzt auch richtig toll aus. Und der kann dann nämlich auch wunderbar stehen. Und dann habe ich dazu auch den passenden Kerzenständer gemacht. Das heißt, das gibt nachher auch so ein Set. Und dann, und das werde ich da wahrscheinlich auch mit reintun, guckt euch mal dieses coole Ding an. Das habe ich ja nachher noch mit dem Rest gegossen, weil ich nicht wüsste, wohin damit. Und da ist so eine coole Blume rausgekommen. Wenn ihr diese Gießform haben wollt, dann schaut in meinem Temo-Video das letzte, wo ich die Kerzen, das Kerzengießen mache, da habe ich euch diese Silikonform verlinkt. Ich glaube, die kostet 97 Cent oder so. Also wirklich toll. Und ich finde, dass das hier die Blume so richtig toll zupasst. Das sieht so klasse aus. Denn Bänder, dann kommen Bänder ran, dann kommt hier noch ein kleiner Spruch. Vielleicht Home Sweet Home. Hier kommt eine kleine Kerze rein. Und dann stelle ich mir das nämlich in mein Regal in der Stube hin. Also das ist auch mega cool geworden. Ja, und als letztes habe ich ja diesen Kerzenständer gegossen und auch den finde ich mega cool. Da kommt ja nachher ein Teelicht rein und habe ich sogar noch eins hier liegen? Ne, habe ich doch wieder weggepackt. Das passt, sieht richtig, richtig gut aus. Und hier kann dann noch so ein gegossenes Teil rein, was ich jetzt festgestellt habe. Blume, also die Tulpe, die muss ich noch mal gießen. Die gieße ich auch mit diesem Bauhaus-Gießmasse. Lass sie aber über Nacht trocknen. Und das würde ich euch auch empfehlen, es nächsten Tag zu entformen. Also das habe ich das letzte Mal auch gemacht und ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Und dass hier eben halt auch noch ein Teil zu passt, was denn da reingestellt wird. Ja, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War ja jetzt ein etwas längeres Video und ihr habt mit mir zusammen hier die Experimentierfreudigkeit, meine Wenigkeit sehen können. Probiert einfach auch aus. Ich kann euch das nur empfehlen. Holt euch mal so 2, 3, 4 Schablonen. Holt euch so einen kleinen Sack aus dem Bauhaus. Da kostet, glaube ich, 2 Euro etwas. 2,5 Kilo. Da kommt ihr schon ein bisschen weit mit. Und probiert das einfach mal aus. Ich sag euch, es macht richtig, richtig Spaß. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ganz, ganz liebe Grüße. Vor allem bleibt gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.